Ja, hallo und recht herzlich willkommen zu einem neuen Video mit mir, dem Aquapainter aka Uli. Und zwar zum Video Nummer 88. Das Video 88 ist wie immer zum Bau einer meiner Modelleisenbahn in Spur N, aber auch in Spur Z. Ihr werdet es noch sehen, das kommt mit drauf. Und das Ganze könnt ihr von Anfang an, wie gesagt, erleben. Ihr könnt mit jeder Folge dabei sein. Und heute geht es um Signalgitterbrücken. Wir sehen es ja im Hintergrund, wo ich schon fleißig am Basteln bin. Ich hatte das Ganze mal vor einem Jahr ungefähr, hatte ich mal ein Video gebracht, wo ich auch diese Art der Gitterbrücke verwendet habe. Damals habe ich ein Bahnhofsschild, ein beleuchtetes Bahnhofsschild. Ich gucke mal, ob ich ein Bild zu finde. Ansonsten verlinke ich oben rechts das Video dazu. Das mache ich ja eigentlich immer, dass ich die Videos, von denen ich spreche, eigentlich immer oben rechts verlinke, dass ihr euch die anschauen könnt, um euch vielleicht ein Bild zu machen, was damals alles so Schönes passiert ist bei mir auf der Anlage. Da ja viele vielleicht damals noch gar nicht dabei waren und das gar nicht kennen, was mit der Anlage eigentlich so los ist, was ich geplant habe, was ich alles so machen will. Ja, und das möchte ich euch natürlich von Folge zu Folge immer wieder zeigen. Und heute nun, wie gesagt, die Gitterbrücke, die Signalgitterbrücke. Ich habe dazu kleine, es ist eine Spur N, Signale verwendet, die ich als Zwerge verwende auf meiner Anlage. Die passen aber wunderbar da oben rein, in diesen kleinen Spalt, das sind so 3 mm irgendwo. Und in diese 3 mm muss ich das alles reinquetschen, was ich da jetzt habe. Das heißt, die 3 Kabel pro Signal, das heißt, 6 Kabel müssen da reingelegt werden. Und das muss ich alles da oben reinquetschen. Also wie mache ich es? Ich nehme natürlich die Kupferlacklitzen, Drähte, wie auch immer die Dinger heißen, Drähte, glaube ich. Frage ich jedes Mal. Aber ist egal. Und das ist das Einzige, was wirklich existiert, wo ich sagen kann, das ist schmal genug, das ist klein genug, das kann ich da oben irgendwo reinpacken und kann es auch entsprechend nachher verschwinden lassen. Das ist ja das Entscheidende dabei. Ich will es ja nicht sehen. Ich möchte ja keine Kabel sehen. Das wollt ihr ja auch nicht. Ihr wollt ja auf euren tollen Anlagen auch keine Kabel von irgendwelchen Sachen sehen. Also möchte ich es bei meiner Gitterbrücke, Signalgitterbrücke auch nicht sehen. Verwende ich entsprechend. Und hier kann ich es nicht wirklich verstecken. Da gibt es keine Möglichkeit, wo ich ein Häuschen draufpacken kann, wo ich irgendwas machen kann, dass das weg ist. Sondern ich muss irgendwie schauen, dass ich das so unkenntlich wie irgend möglich mache. Und damit man das eben sieht zum Schluss. Was will ich sagen? Es täuscht immer ein bisschen. Ihr wisst es ja selber aus den Videos. Ich zoome ja immer so extrem ran. Das Ding, diese Signalbrücke, die ist 58 mm hoch. Ihr werdet es nachher sehen. Ich blende es nachher nochmal ein. Und wenn es auf der Anlage steht, ist das relativ klein. Und man sieht es kaum, was ich hier mache. Was mache ich übrigens hier? Hier messe ich natürlich gerade ab, in welchen Abständen die Signale angebracht werden müssen. Denn ich möchte ja, dass die Signale über den Gleisen drüber sind und nicht irgendwo links oder rechts verschoben, was dann einfach ein bisschen doof aussieht. Deswegen muss ich das schön abmessen vorher. Also es wird sozusagen jedes Gitterbrückensignalaufbau-Dingens. Ich habe keinen Namen dafür. Ja, Signalbrücke, speziell angefertigt von mir für jede Stelle, weil es da immer ein bisschen Unterschiede gibt. Ich habe zum Beispiel nachdem ich fertig bin, das werden wir heute gar nicht sehen, habe ich festgestellt, dass ich auf meinem linken Signal, also eins von diesen beiden, die wir gerade machen hier, ein drittes Signal nach oben brauche. Ja, das habe ich erst gesehen, als ich auf der Anlage drauf war, wo ich das dann entsprechend dann hingesetzt habe und sage, Mensch Uli, da muss doch noch ein drittes hin. Wenn du jetzt nach dort abzweigen willst, möchtest du ja vielleicht auch ganz gern, dass das da angezeigt wird. Also habe ich noch ein drittes. Das heißt, ich habe 9 von diesen Drähten unterbringen müssen unten drunter. Und was soll ich sagen? Es ging. Also ich habe ja schon mit den 6 Drähtchen zu kämpfen gehabt. Wir haben es ja eben gesehen, wo ich das in diese die Messinghülse da reinquetschen musste. Ich habe natürlich auf der anderen Seite auch noch eine untergebracht. Aber trotzdem sind das natürlich auch oben, unten drunter, wo die verlaufen. Es sind ja dann 9 Kabel, die ich da anlöten musste. Also ist es wirklich eng in dem Fall. Aber es geht. Man braucht natürlich eine Weile, das zu basteln und zu friemeln. Am schlimmsten habe ich empfunden, bald die Drähte, es klingt jetzt albern, wenn ich das sage, greifen zu können. Die sind so dünn,
so klein, dass man, wenn man ein bisschen hantiert, dass man die zwischen den Fingern kaum spürt. Ja, also wenn man da irgendwie manchmal zugreift, dann greift man irgendwas und denkt, ach Mensch, und na, das ist eine furchtbare Arbeit. Also wenn man verzichten kann auf diese Litzen bei so einer Sache, dann sollte man das ruhig tun. Aber wenn man es halt nicht sehen will, dann sollte man nicht drauf verzichten. Dann muss man sich halt ein bisschen rumquälen und es geht. Es funktioniert. Ich habe es hinbekommen. Es leuchtet auch ganz prima und ein bisschen starr ist natürlich das Kabelzeugs alles, wenn man dann arbeiten möchte. Und auch das Anlöten ist keine wahre Freude, wenn man das dann unter der Anlage machen muss. Ihr wisst ja, ich komme ja nicht mal richtig unter die Anlage drunter. Ich habe ja eigentlich kaum eine Chance oder gar keine Chance, von unten was zu machen. Ich kann ja alles nur von der Seite oder ich kann mein Arm reinstecken und irgendwie versuchen, was draus zu machen. Bis auf die, ach, ich greife schon wieder vor. In der nächsten Folge, nächste Woche, wird nämlich zu sehen sein, wie ich das löse. Wie ich trotzdem drunter kann, ohne dass ich drunter kann. Also, ja, egal, machen wir nächste Woche. Da zeige ich euch das, was ich da alles Schönes gemacht habe. Denn dann wird aufgeräumt unter meinen Modulen. Und deswegen machen wir das in der nächsten Woche mal separat. Ich wollte es ursprünglich alles in einem Video machen, wäre aber dann so ein halbe Stunde Video geworden. Und das wollen wir doch alle nicht. Das ist doch viel zu lang. Außer ihr möchtet, schreibt es in die Kommentare, was ihr möchtet. Soll es kürzer, länger, gleich bleiben oder irgendwas in der Art? Dann sagt es mir einfach. Apropos dünne Drähte. Ich quasi wie im Wasserfall, ich weiß. Ich mache das nämlich gerade hier im Hintergrund. Deswegen gucke ich immer so ein bisschen hier vorbei auf meinen Monitor drauf. Und da sehe ich das, was ich gerade erzähle. Wenn man die da so drauf drückt mit den dicken Fingern, so wie ich gerade, man spürt das nicht unter den Fingern. Und deswegen sieht man auch diese Signal-LEDs manchmal so ein bisschen, als wenn die nicht hell genug scheinen, als wenn die nicht richtig Kontakt hätten. Das liegt tatsächlich daran, dass ich das nicht spüre unter meinen Fingern. Ob ich das jetzt richtig aufdrücke oder eben nicht. Und ja, und deswegen flackert das. Wenn man das nachher verlötet hat, wenn das angebracht ist, ich bin ja an Anlage hier schon fertig, ich habe es schon aufgesetzt, da flackert nichts mehr. Da ist alles schön an und leuchtet. Aber wenn man das so testet, machen sich diese kleinen, dünnen Drähte. Vielleicht isoliert man sie auch nicht richtig ab. Ich mache das ja immer mit einem Feuerzeug, dass ich da so abbrenne vorne. Ist vielleicht auch ein bisschen Ruß noch dran oder Restteile von der Isolierung, von dem Lack, der da ringsrum ist. Und ja, dann hat man halt den Kontakt nicht so richtig. Und deswegen flackert das so ein bisschen. Also wie gesagt, das ist nicht, weil es kaputt ist oder weil es nicht richtig geht, sondern weil es einfach technischer Natur ist. Ja, jetzt wird natürlich alles wieder bemalt. Das soll ja auch, ich habe ja den Signalen, vielleicht sieht man es ein bisschen schon, die sind ja schon bemalt. Den habe ich also vorher schon Farbe gegeben, bevor ich das Ganze mit den Signalköpfen ausgestattet habe. Und jetzt werde ich im Grunde genommen nur noch die Kabel unkenntlich machen. Das heißt, die werden mit Rostfarbe, mit matter Rostfarbe, die kennt ihr mittlerweile schon von mir, wird das Ganze dann ja so abgetupft, dass man die Litzen dann auch nicht mehr sieht, wenn man vorbeiguckt. Und wenn wirklich mal irgendwo ein Kabelchen zu sehen ist, ich sage das immer wieder, wenn ich sowas mache, ist auch nicht schlimm in Natura oder in dieser groben Aufbauweise, wie das ja bei der Steampunk-Anlage sein soll, sogar recht willkommen, wenn man da mal ein Kabel irgendwo vielleicht sogar sieht, wie bei der Brücke damals, wenn ihr euch erinnert. Alles gut, alles nicht weiter schlimm. Hier rechts der Primer, den meinte ich, den verwende ich dafür. Und ja, der ist immer noch beim Malen, ist der immer glänzend aus und der ist richtig, richtig matt, wer es noch nicht gesehen hat bei mir. Der lohnt sich, den kann man also durchaus für solche Sachen verwenden. Und dann tupfe ich das halt so hin, wo es hin muss und mache das dann meistens mit einem etwas groberen, ihr wisst, was ich meine, Pinsel. Und dann wird das so ein bisschen ausgestrichen. Ich glaube, wir sehen das auch gleich jetzt noch, damit ich nicht so eine riesen Flecken da habe. Das passt ja nicht so richtig. Es ist ja Maßstab, ja, 1 zu 160. Da kann man keinen groben Rostfleck irgendwo hinmachen. Der muss ausgestrichen werden. Das müssen, hier sehen wir es. Das muss also alles ein bisschen verwischt werden, damit das eben auch kleinere Flecken sind und nicht bloß die groben, die ich da mit dem groben Pinsel, grober Pinsel ist auch gut. Das ist der 00 Pinsel. Aber ist egal. Ich glaube, kleiner ist nur noch ein Einhaarpinsel. Ja, jetzt wird das Ganze nochmal grundiert. Also grundiert kann man nicht sagen. Es ist ja schon grundiert gewesen. Jetzt wird nochmal Mattlack drüber gezogen. Das heißt wirklich so ein schöner, ja, so Seidenmattlack ist das, wo ich dann den Rost, die Rosteffekte auftrage. Abonnenten oder Zuschauer, die das schon öfters gesehen haben, die kennen das. Das mache ich also immer so. Dann kommt also, ich habe mehrere Rostfarben da. Hier wähle ich also einen relativ hellen Rost, weil hier würde man jetzt so einen rostroten Rost. Gar nicht so sehen.
Deswegen wähle ich jetzt hier eine hellere Rostfarbe, dass alles so ein bisschen passt. Und das ist ja, wie ihr seht, so ein Pulver, das wird da aufgetragen. Und durch den Lack hält das ganz gut. Und dann ja, wird man so ein bisschen, da mache ich es auch da breit. Natürlich nichts verkommen lassen. Ich nehme auch unten die Reste mit dazu. Das wird alles mit aufgetragen, aufgepinselt. Und entsprechend hat man da wenig Verlust. Also man braucht so wenig von dem Zeug, von diesen Pigments hier links, was da steht. Und das ist eine wunderbare Sache. Hier sehen wir es, 58 mm ist das ganze Ding nur hoch. Das ist also recht klein. Und wenn das Signal nachher aufgebaut ist auf meiner Anlage, dann passt da gerade mal so der Thermix-Reinigungswagen drunter durch. Alles andere passt. Das ist also der höchste Waggon, den ich habe, den ich in der Form besitze oder den ich auch kenne. Ich kenne keine höheren, die man so im Umlauf hat. Und dann habe ich so 3-4 mm Platz, wenn ich es drunter durchschiebe. Reicht. Ja, ich will keine riesen Stängel da stehen haben. Das ist also schön gediegen alles irgendwo. Und hier sehen wir schon, wie ich die Stellprobe gemacht habe. Ich finde das sehr, sehr passend. Natürlich ist das ringsrum alles noch nicht ausgebaut. Das brauche ich keinem zu sagen. Das sieht man ja. Und entsprechend wirkt das noch gar nicht so. Es ist auch noch nicht angeschlossen. Es steht wirklich nur da. Das Angeschlossene, gucken wir uns nämlich in der nächsten Folge zusammen an. Hier sehen wir es nochmal im groben Überblick, wo die beiden ungefähr hinkommen. Das, was wir jetzt hier sehen, das wird nachher auf dem festen Anlagenteil mit aufstehen. Aber das gucken wir uns alles in der nächsten Folge an. Ich hoffe, ihr seid nächste Woche Freitag 16 Uhr dabei. Dann lade ich pünktlich mein Video hoch und wir können uns wiedersehen. Und alle freuen wir uns. Und dann würde ich sagen, macht's schön gut für diese Woche. Bis nächsten Freitag, pünktlich 16 Uhr ist euer Uli wieder da. Bis dann, tschüss.